So Leute, da sind wir wieder zurück bei Let's Play GTA 4 Multiplayer mit mir, Zocki, iPhone und Corsil. Hallo. Gut, los geht's. Bohan, Team Deathmatch. 30 Minuten. Ja. 30 Minuten, oh Gott. So, ich habe die Einstellung jetzt nochmal geändert. Ich hoffe, es passt jetzt so. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt, ganz einfach. Seit wann ist iPhone alleine? Ich dachte, der wäre nie alleine. Ich dachte, der hätte Schiss vor mich. Ja, es laggt immer noch. Egal, dann halt nicht, gell? Alter, krass. Warum laggt's eigentlich bei dir? Ja, und weil Far Cry so gemüllt ist. Und Far Cry packt alles. Okay, auch nicht auf höchsten Einstellungen, aber ja. Sonst geht alles immer, aber haben halt Pech gehabt. Ja, dann ist nur diese Folge halt ausgerechnet so, ja. Also was willst du machen? Nee, wer soll mir was... Tut mir ja keiner irgendwie... Ja. Da muss ich vielleicht in den Kommentaren lesen, aber es interessiert mich auch nicht. Ja. Ich werde auf jeden Fall das Beste geben, dass es das nächste Mal einfach, ja, läuft. Sorry, tut mir leid. Man kann nicht immer alles haben. Ja, genau das. Allerdings, wolltest du mitfahren? Ja, ich hab mal nichts gesagt. Ich Idiot, ich hab vergessen. Okay. Weil du sagst, das wäre nichts und dann dachte ich so, ja, dann darfst du fahren. Ah, der haut ab. Nee, der haut ab. Okay, jetzt habe ich 30 FPS. Motorrad, aussteigen, Motorrad. Obwohl es gefährlicher wäre. Also mit dem Bike zu fahren. Komm mit, nicht schießen, komm mit hier. Schon mit den Karren hier. Oh ja, super, ey. Jawohl. Kannst du den abgezogen? Geht doch, du musst es laufen. So, ich bin auch da. Quasi. Mhm, okay. Ich fahr dir hinterher mal. Aber bitte nicht ran, weil ich bin auf dem Motorrad dann. Ja, ich krieg dich sowieso nicht. Ich bin mit dem Teil recht langsam, mit dem Ford. Ja, es läuft auf 30 FPS. Ja, geht doch. Ja. Obwohl ich jetzt die antisotropische Filterung höher gemacht habe, also das bedeutet, es zieht eigentlich noch mehr Leistung. Aber... Ja, aber die macht ja eh nicht viel aus. Ja. Normalerweise in Spielen das macht die Kantenglättung mit... Also das 8-fach... Das ist ja nicht mal Kantenglättung. Richtig. Das ist nur ein Texturenfilter. Ja. Das ist keine Kantenglättung. Ja, aber... Kantenglättung gibt's in Spielen nicht, darum habe ich ja auch gesagt... Ja, aber normalerweise in Spielen mit Kantenglättung zieht es richtig viel. Weil es halt einfach... Okay, dann lass mal zum Abwechslung mal die Schärfe aus, ja? Ja, jetzt habe ich sie sowieso an. Ja, weil es verbiegt so ein bisschen diese Kanten. Und sieht mehr aus wie auf den Konsolen halt. Ja, verschwommen, das sieht noch scheiße aus. Und es gibt halt Bewegungsunschärfe beim Fahren und so, das sieht geil aus. Ja, spielt das. Das sieht so aus, als ob ich in einer Zeitmaschine wäre jetzt. Straighter for you. Boah, iPhone, wo willst du hinfahren, Junge? Ich fahr einfach mal hinterher. Alter. Der fährt irgendwo hin, aber keine Ahnung, keine Sau weiß das. Ja, so, ich muss erstmal nochmal was trinken hier. Obwohl, da hab ich dich, iPhone. Drecksack. An der Baustelle. Bin ich gerade. Lass mal da Krawall stiften. Geh mal zur Baustelle. Ja, wenn der gute iPhone das so will. Oh, blöden Autos, ich hasse die Autos in GTA 4. Sonst ist alles in Ordnung, aber diese Autos stehen auch so dumm im Weg. Da kann man nicht mehr sagen als einfach nur, ja, scheiße. Einfach den Kopf schütteln. Ja, da fehlen mir die Worte, ganz ehrlich. Mann, iPhone, was willst du eigentlich erreichen jetzt? Ja, danke, jetzt geht das Auto immer an. Oh, Little Jacob, wieso kriegst du das Auto nicht mehr an, du Lappen? Ha? iPhone.
Jetzt leckt er wieder, jetzt leckt irgendjemand wieder. Halbhöhen. So, warte, ja. Was ist denn heute los mit dem Internet? Also ich höre alles normal. Weil bei mir leckt überhaupt nichts, wenn ich spiele oder so, weil das würde sich normalerweise bemerkbar machen, wenn meine Internetverbindung irgendwie nicht gut laufen würde. Na egal. Alter, wohin willst du hinfahren? Das ist die Bettwäsche. Das ist keine Flucht. Doch. Spielverderber, ganz ehrlich, ey. Nur Spielverderber, Alter. Ich spiel's einfach auf meine Weise. Auf deine behinderte Scheißweise, okay? Ich können wir uns alle mal beruhigen und gute Laune haben. Hey, ich halt einfach mal zu die Klappe und lass euch zwei labern. So kann man's auch machen. Ja. Das ist einfach nur nervig, ey. Flüchten. Was soll der Scheiß? Wir sind im Team Deathmatch. Immerhin. Wir sind hier nicht beim Flüchten. Ja, schon. Flüchten-Modus, also sind wir jetzt gerade. Ich denke nicht. Und übrigens wird mich eh killen. What the fuck? Da hat mich eine Karre einfach mal weggerammt, ne? Einfach mal so. Mann, hat ich ein Glück gehabt. Auf jeden Fall. Dann hätte ich dich schon längst gekillt. Ja. So, ich folge dem iPhone. Aber er versucht schon wieder abzuhauen, merkt man hier. Boah, da machen wir ein neues Spiel, mein Gott, wenn es. Boah, der ist immer noch ganz da hinten an der Brücke oder so. Boah. Komm, Leute, neues Spiel und diesmal bin ich allein, ja? So, komm. Kommt jetzt jeder. Team Deathmatch, okay? Jeder, du auch jetzt. iPhone. Warte. Ja, toll. Wieso geht das nicht? Ja, weil es erst gemacht wird, nachdem Zeit vorbei ist. Ah, super. Dann können wir mal ja abbrechen, ne? Erstmal. Ja, wie abbrechen? Ja, der Multiplayer. Ja, Aufnahme beenden oder was? Nein, die bleibt noch bestehen. Okay. So, Moment mal, ich kick euch mal raus, okay? Und dann mach ich einen neuen Server auf. Ja, dann mach mal. Rein. Die anderen Spieler haben sich entschieden, dich zu kicken. Jetzt kommt wieder das Intro-Sequenz, die keiner braucht. Toll, iPhone kann ich nicht kicken. Ist so wunderbar. Die Cousins Bellic. Warum kann ich die jetzt nicht kicken? Oh, keine Ahnung. Scheiße. Ich kann dich auch nicht kicken. Das ist auch eine gute Idee. Jetzt komm mal rein zur Commander, vielleicht bist du ja in seinem Team vielleicht. Ja, ich komm mal. Laufende Zeit, 23 Minuten steht da irgendwas. Richtig? 22 Minuten, also knapp dran hier. Ja, meine ich ja. So. Es hat halt aktualisiert. Ich mach lieber Schärfe an, weil das sieht besser aus. So, boah, bei dir zu einem Spiel, von dem du gekickt wurdest, nicht möglich. LOL. Ja, wenn man mich halt kickt, dann ist halt klar, ne? Ja, nee. Allein. Aber das war ja nicht meine Absicht. Meine Absicht war nur, dass wir einen neuen Server machen und dann der iPhone nicht rumheult. Was für rumheulen? Ich hab mich kein einziges Mal beschwert. Du flüchtest und das heißt, dass du Schiss hast. Und wenn man Schiss hat, dann heult man. Ich hab keinen Schiss, ich hatte nur keinen Bock. Ja. Ich komm nicht mehr rein, weil du mich gekickt hast. Ganz einfach. Mein Gott. Was? Das hat auch jetzt nichts gebracht, dass du mich gekickt hast, weil wir hätten da noch drin bleiben können. Weil du ja jetzt sowieso in dem Spiel geblieben bist. Warte mal, ich hab deine Idee, okay? So, machen wir jetzt Deathmatch nur. Eiskalt bin ich mal jetzt. iPhone hatte Orgasmus in letzter Zeit. Ja, anscheinend. Ich lade dich mal allein, okay? Kannst du mal zum Spiel einladen. So, dich auch. So. Und ich stelle schon mal einiges ein. Flughafen, 15 Minuten, nee, 20 Minuten.
Zum Glück, ey, Alter. Boah, ich muss erstmal meinen Pulli ausziehen, mir ist nämlich warm. So, Multiplayer. Würde doch reichen, oder? Ja, das reicht. Dann würde ich sagen, beenden wir auch mal die Aufnahme dann. Leute, wollen wir mal Sniper nur? Snipern? Ja, Sniper wäre geil. Von mir aus. So, ist schon viel besser hier. Jetzt ist es wenigstens, kann man sich richtig bewegen. Okay, Präzisionsgewehr, alles klar. Und dann lass mal Kartensymbole bei nah machen. Oder? Oh. Nee, entfernt. Nur, das ist alles, okay. So, hau rein. Geh da los. Hau weg, die Kacke. Da gibt's mal direkt einen Dislike. Da gibt's direkt mal einen Dislike. Die Dislikes sind wieder am Start. Boah, da haben wir schon wieder abends, ey. Wie ist sowas möglich? Das kannst du die Entwickler fragen. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber vorhin irgendwie habe ich das Gefühl, du bist nah dran. Ja, ist ganz nah dran. Boah. Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte eine richtige Ahnung. Also. Ja. Da hat einfach mal gesagt, so, haja, lass mich mal killen, ne? So, ich sehe hier keinen von euch. Ziemlich kacke. Ah, da komme ich mal ein bisschen vor hier. Ah, ich weiß, wo er ist. Ich hörte das. Aber wo ist denn. Zock, guck mal, ich sehe dich gar nicht auf der Map. Das kann wahrscheinlich sein, dass du nah bist. Ja, klar! Ich habe dich nämlich gesehen, mein Freund. Wo ist der? Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ihr seid. Ah, hier. Na, komm raus, du feige Sau. Zack. So läuft es hier. Wie gesagt, ich bin gut im Snipern. Da kann mich keiner nachahmen. Alle halten erstmal die Schnauze. Oh, da versucht er es. Das wird nichts mehr, mein Freund. Ach, lecken. Und ich werde auch nicht extra hochkommen zu dir. Das Ganze knicken. Versuchen wir das trotzdem. Aber ich gehe wieder runter. Ich gehe nämlich auf Nummer sicher hier. Ist klar. So. Ja, der wartet da. Dontizu, cool. Turizu. Ja, das war klar. Das war richtig klar. Ich hab dich nämlich gesehen. Nee, ich hab dich nicht gesehen, aber ich wusste, dass du da irgendwo bist und dann. Zack, Headshot. Ja, ich hab dich aber nicht gesehen. Wie ging das? Das kann wahrscheinlich sein, dass ich ihn. Oh ja! Der checkt direkt hier, dass es Sniper ist. Sniper-Match. Wichser. Ach, das wird wieder nichts hier. Ich mach wieder Scheiße. Ich baue Scheiße. Wie immer. Hier kann man sich aber auch nicht richtig verstecken. Ich gehe aufs Dach jetzt. Aber ich hatte so eingestellt, dass wenn man nahe kommt, dann erst nicht sehen kann. Entfernt. In der Ferne sieht man die Leute. Ja, das meine ich ja. Aber wenn man nah ist, dann kann man die nicht sehen. Ja. Erst dann kann man nicht sehen. Ja, der geht ab. Wo ist der Bauer? Der fette Bauer. Ocarina of Time. Ja, wir haben es verstanden. Was? Ja, ich hab's auch verstanden. Schießt er da eiskalt.
Gut, gut, ich komme mal her. Aber ich hab's erstmal nicht gecheckt, dass er auf mich geschossen hat.